das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Jelbke, ich habe Ihrer Rede aufmerksam zugehört. Aber ich muss schon sagen, eine solche Rede kann man eigentlich nur halten, wenn man den eigentlichen Anlass dieses heutigen Gesetzentwurfs doch weitestgehend ausblendet. Nämlich Anis Amri, der am 19. Dezember hier in Berlin 12 Menschen getötet hat, 60 Menschen zum Teil schwer verletzt hat, ein Attentat, das mitten in der Weihnachtszeit viel Leid über die Opfer und ihre Angehörigen aus Deutschland, aus Israel, aus Italien, aus Polen, aus der Ukraine, aus Tschechien gebracht hat. Und wissen Sie, Frau Jelbke, Anis Amri war ja nicht irgendwer. Anis Amri war ein abgelehnter Asylbewerber. Er war vorbestraft. Er war gefährlich. Er hat mehrfach seinen Hass geäußert und seine Anschlagspläne. Und er sollte abgeschoben werden. Und so jemand kam nicht hinter Gitter. Entschuldigung, Frau Jelbke, selbstverständlich gehörte Anis Amri hinter Gitter. Wir müssen solche Menschen stoppen, bevor sie zu Mördern werden. Das ist. Frau Jelbke, die Opfer am Breitscheidplatz könnten noch leben, wenn Anis Amri am 19. Dezember in Abschiebehaft gesessen hätte. Das ist doch eine ganz wesentliche Lehre aus diesem Attentat. Und dass er nicht in Abschiebehaft saß, das muss doch Konsequenzen haben. Wir können doch das Vertrauen in diesen Rechtsstaat nur wiederherstellen, wenn wir solche Fehler und Versäumnisse auch klar benennen und daraus auch die notwendigen Konsequenzen ziehen. Und hier bei Anis Amri war es so, dass Anis Amri nach einem Tag aus der Abschiebehaft wieder entlassen wurde. Offensichtlich, ja, Frau Hensel, weil es die Sorge gab, dass bei einer längeren Anordnung der Abschiebehaft man Schiffbruch vor einem deutschen Gericht erleiden würde. Und deshalb beschließen wir heute Abend, dass sich das nicht wiederholt. Ein Gefährder, der abgeschoben werden soll, gehört in Abschiebehaft. Und ich weiß ehrlich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, was daran Kritik würde. Und ich will noch auf einen zweiten Aspekt eingehen. Anis Amri war ja nicht nur gefährlich. Er war auch mit 14 unterschiedlichen Aliasnamen und Identitäten unterwegs. Dazu könnte man vieles sagen. Ja, und da haben sich viele deutsche Behörden auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert bei dieser ganzen Sache. Aber klar ist auch, wir müssen wissen, wer sich in unserem Land aufhält und woher er kommt. Und wenn das eben mit anderen Mitteln nicht feststellbar ist, wenn da Zweifel bleiben, trotz Dolmetscher, trotz Sprachidentifizierungssoftware, trotz Text- und Schriftanalyse, trotz einer Anhörung, wo nach regionalen Besonderheiten gefragt wird, da muss es als letztes Mittel auch möglich sein, sich die Spracheinstellung eines Handys anzuschauen, meine Damen und Herren. Ich finde, das zeigt doch übrigens auch der jüngste Fall des Bundeswehroffiziers Franco A. Da können wir auch vieles zu sagen. Da haben Mitarbeiter des BAMF wirklich bei simpelsten Prüfungsschritten versagt. Aber genauso klar ist auch, ein Blick auf das Handy von Franco A. und der ganze Schwindel wäre sofort aufgeflogen. Und deshalb ist es übrigens auch hier richtig, dass man solche Lücken benennt und dass man solche Lücken schließt, meine Damen und Herren. Nur der Fall Franco A. zeigt auch noch etwas anderes. Dass nämlich die Dinge, die wir hier im Deutschen Bundestag beschließen, auch konsequent angewendet werden müssen. Dann wäre übrigens nach bestehender Rechtsgrundlage, hätte Franco A. nie eine Asylanerkennung bekommen. Dass wir die Dinge auch tatsächlich vollziehen, die wir hier beschließen, das ist das A und O. Und da gibt es tatsächlich einen Hauptverantwortlichen für, das ist der Bundesinnenminister. Und aus dieser Verantwortung werden wir ihn nicht entlassen. Und ich sage das mal ganz offen, da würde ich mir hin und wieder auch mal die Tatkraft wünschen, die der Berliner Innensenator Andreas Geisel gerade in diesem Fall Anis Amri gestern noch an den Tag gelegt hat. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Volker Beck für die Fraktion